gerade so, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich möchte nicht unhöflich sein. Es ist unhöflich. Ja, ich weiß. Ich hatte von dir eigentlich... Guck mal, bei dir läuft aber auch was ganz Schräges, ne? Mit dieser Selbstzüchtigung. Mhm. Bist du katholisch? Auch. Christoph, kannst du mal bitte ganz kurz kommen? Einen habe ich noch. Gerne. Irgendwas mit Herbst kommt jetzt. Achtung. Wer oder was bin ich? Eine Jahreszeit. Ein Berg voll mit Strom. Nein, Gammelfleisch. Gammelfleisch, hilf mir kurz. Weil er alt ist? Sehr gut, Caroline, sehr gut. Aha. Hast du mich gerade Gammelfleisch genannt? Nein, ich habe... So, war das der Witz gerade, dass ich Gammelfleisch bin? Kann ich dir helfen, Michel? Geh weg! Jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinken möchte... Lass mich dir doch helfen. Du bist doch in diesen technischen Dingen, bist du doch... Michel wollte ich in den Zustand des immerwährenden Fortlaufens von mir versetzen. Und es ist mir gelungen. Ein Hunziger ist das. Alter Falter, Michel Hunziger ist ein Huhn. Eine Hunzicke. Oh, das macht sie gut. Guck mal. Penelala. Penelala. Geil, schade, dass ich nicht da drin bin. Pimmel-Pimmel-Pamela hast du gesagt, nein? Ich hatte Pimmel gesagt. Mhm. Pimmel-Pamela hat sie gesagt. Könntest du die dritte Zeile noch mal vorlesen? Ja. Die habe ich akustisch nicht verstanden. Bohnen. Ein Wort nur? Dann hat man schon spontane Assoziationen. Bohnen, Feuerwerk. Ja, wegen der Frotzerei, meint ihr? Soll ich das untermalen? Das wäre sensationell. Ja, das wäre super. Das ist natürlich eine Einladung für Caro. Gefühle sind wie Emotionen. Wie Buchweizen mit grünen Bohnen. Es ist wahnsinnig nass. Es ist wirklich sehr nass. Furztrocken hat sie das gemacht. Mach mal Brechbohnen. Also, ja, das waren Brechbohnen, glaube ich. Ich war mir bis zur letzten Sekunde sicher, dass sein Arm fake war. Und der wird jetzt 100 Mal draufhauen, die ganze Zeit. Oh, ich muss leider gestehen, es war die linke Hand. Oh. Mirko hat mich so richtig zermürbt. Oh Mann, ey. Richtig gemein, die Nummer. Er hat die Gabe, Emotionen und Humor zu verbinden. Das können nur ganz wenige Menschen. Zugabe! Zugabe, bitte! Zugabe! Anke ist ja häufiger bei LOL dabei, als damals Joey Kelly bei der Wochen-WM, oder? Ja, nur mit dem Unterschied, Joey Kelly hat nicht so oft gelacht. Ja. Oh, das ist gemein. Da ging ihr, Da ging ihr doch ganz schön der Stift, oder Anke? Ja. Ich habe was Kleines vorbereitet. Okay, Achtung. Das wird lustig. Köstlich. Mhm. Das ist echt köstlich. Stinkefingerchen. Ihr wisst ja, dass das hier nicht erlaubt ist, Dinge unter der Gürtellinie zu machen. Und deswegen habe ich jetzt nach Beschreibungen gesucht für so Liebe machen. Oh, oh, oh. Da habe ich gedacht, wenn da eine lustige Formulierung dabei ist, bin ich raus. Das erste wäre, den Einbeinigen im Moor versenken. Sehr gut. Darf ich vielleicht noch für die Schweiz übersetzen? Ja. Ah, das ist ja eine tolle Idee. Das ist aber ein Service. Den einbeinigen Mofa senken für die Schweiz wäre das? Der Humpel Johnny in Sumpfine Schleppe. Das verstehst du auch. Ja, oder? Ja. Natürlich, man denkt, der Mann hat jeden Ferkelkram gehört. Und als sein Häsel noch anfing, dachte ich, Flucht nach vorne. Darf ich es noch in Sächsischer auch noch? Ja, Sächsisch. Ich mach's auf Kölsch. Die Rübe in den Humus dengeln.
den Humpel rein in die Matsche rein. Jetzt machst du mal deinen Beckenboden ganz locker. Ja. Mal ganz locker. Leute, das ist hier im Gesicht. Das muss ganz locker sein. Ja. Lass es schlabbern, lass es flattern. Irgendwann hat man gemerkt, dass es nicht mehr nur, ich versuche jetzt nicht zu lachen, ist, sondern man merkt wirklich, wie man verblödet. Lass es flattern wie eine Binde im Wind. Und jetzt merkst du, der führt. Jetzt kommt er. Er ist es ein Junge. Er ist er. So, um Gottes Willen. Das ist erschreckend ähnlich, wie wir auch das Kind gemacht haben. Oh, jetzt rutscht das Kind wieder rein, weil du so rum bist. Warte. Caro kämpft. Caro, kannst du mir ein bisschen helfen? Klar. Du musst den Befund stellen. Das Kind ist verkehrt rum. Drehen Sie das Kind in Ihrem Vaterleib um! Da kommt überhaupt nichts. Eine Sekunde, DJ Sandwich. Ich kann nicht rappen, aber ich habe so eine Line geschrieben vor Jahren. Rap. Die Jugend von heute hat keinen Respekt, ich finde das tragisch. Sehe ich alte Frauen an der Ampel, sag ich stopp mit der Tüte, die tragisch. Ich habe mir gedacht, du musst jetzt deine Rap-Lines raushauen. Wo, wenn nicht hier? Ich versuche jetzt Ghetto, Parallelwelt und Essen zu verbinden. Ich schieße scharf, denn ich esse kein Schwein. Wisst ihr, wie ein Schildkröte isst? So. Sensationell. Sollte sie mit auftreten. Ihr aus dem Faultier. Das ist eine Schildkröte halt. Frag die Mutter Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Sagt der Sohn, ich heiße Paul. Ganz kurz mal eben. Ja. Nur Abdel hat noch zwei Leben. Sollen wir ihn einkesseln? Es ist noch keine Strategie, ihn einzukesseln. Nee. Wie funktioniert sein Humor? Ich glaube, er ist mit Touchy, ist er, glaube ich. Okay, soll ich an ihn rangehen? Ja. Ich bin, glaube ich, nicht sein Typ und ich bin 100 Jahre zu alt. Gönn dir. Mutter kuscheln? Ja, das braucht er. Und ich drücke ihn an meine Riesenhupen? Schießt bei dir der Milch an, wenn du gleich kuschelst? Mit Läuft mir? Schon. Ungebremst, vorne runter und die Kimme. Danke, du bist die verdiente Gewinnerin der dritten Staffel. Ja, bitte schön. Schwer. Ich habe irgendwann im Badezimmer vorm Spiegel gestanden und habe gesagt, Scheiße, was sind das für Rillen in deiner Lippe? Und ich habe eine Weile hab ich gesagt, okay, damit musst du leben, das ist Alterungsprozess. Hey, das geht allen so. Und dann sagte mir eine Freundin, die mega aussieht, die sagte, es gibt den Professor Stotz in Bonn, der macht das super. Ich habe dann mich angemeldet beim Stotz und das ist für den eine Routinegeschichte, der macht es seit 30 Jahren, meint er jedenfalls. Und der hat mir das erklärt, du hast für so eine Operation, hast du ein ganz kleines Zeitfenster, ja? Und der Schnitt muss ganz genau gesetzt werden und da musst du das Messer ansetzen und du musst, und sonst ist die weg halt. Bei mir war es dann so. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Ja, gerne. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du jetzt wenn du mich jetzt küssen würdest? Knutschen jetzt? Ich habe seitdem nicht, ich traue mich im Moment möchtest ganz du mal, mit, müsstest du es mal ausprobieren? Ich wollte es nicht. Das geht. Wusstest du, dass mein Vater Günther Jauch ist? Mein Name ist Schabe. Schabe Angst. Dann aber trockener Wortwitz. Das ist genau die Geheimwaffe, wo man mich kriegt. Mein Bühnenname ist Schabernack. Schabernack. Tschechisch. Ihr kennt mich vielleicht von meiner Arbeit als Komparse bei Frauentausch. Apropos Frauentausch, meine Frau würde ich auch gerne mal austauschen. Mein Gott, ist die alt geworden. Langsam ist der Kakerlack, aber ab. Sonnenuntergang. Oh Gott. Nur mein Drink und okay. Ich stehe am Strand entlang. Oh nein. Und da sehe ich dich. Oh nein. Ganz allein am Meer. Wow. Ich hab keine Hose an. Da steht da diese Frau.
Ich sprech sie einfach an. Keine Luft mehr. Schu, schu, schu. Scha, scha, scha. Hallo Universum, ja, was haben wir denn da? Scha, scha, scha. Schu, schu, schu. Wie heißt du denn, mein Schätzchen? Ach, ich nenn dich einfach du. Martina, hörst du auf? Geh weg. Geh du weg. Man kann eigentlich nirgends hingucken in dieser Sendung. Die gehen nicht hinter die Ohren, Martina. Was geschieht hier? Ich will es, tu es. Warum gehe ich nicht raus? Ich lebe seit einiger Zeit getrennt. Ich war lange uneins, ob ich nicht einen klaren Cut machen soll. Was ist das, eine Salami? Ich war nur halb glücklich. Der eine Teil von mir, der hat immer gesagt, ich soll meine Beine in die Hand nehmen und meine bessere Hälfte hinter mir lassen. Ich hab einen Sohn, der sitzt hier in der Runde. Und das ist der Elton. Elton hat ja keinen Nachnamen, weil er Krümer heißt. Elton Krümer. Darf ich kurz dein Ohr sauber machen? Das, du hast was im Ohr. Ja. Hab da auch Geld versteckt. Warte, du musst dich auch ruhig verhalten. Ja, es gibt doch schon genug Aufregung. Da kommt mal ein 100-Euro-Schein im linken Ohr. Da muss ich jetzt weggucken. Das finde ich jetzt echt sehr, sehr lustig. Warte. Bleib mal hier, Hazel. Jetzt kommen wir gleich. Augenblick. Ja. Einmal Zähne. Richtig aufmachen. Was ist denn da los? Ne, geht nicht rein. Ich zitter total. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Das war auch geil, ey. Cordula kam mit Nasenflöte. Moritz ist fertig. Es war ziemlich lustig. Und ihr Gesichtsausdruck dabei. Die Nasennummer von Cordula war sehr, sehr grenzwertig. Oh. Ja! Aber heute ist der Tag, wo mein Buddy, Leute, und ich habe richtig lang gebraucht, aus England ist er für uns hier extra eingeflogen. Ich kann es selber nicht fassen, dass er da ist. Jamie Olafer! Oh, gar nicht gut. Oh, shit. Hallo Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu meiner ersten eigenen Kochshow für zu Hause. Sie hat leider noch keinen Titel. Ich schwanke noch zwischen Döner wohnen, Last One or Laughing und Kochen mit Jochen. Hey. Ist ja auch egal, wie diese Sendung heißt. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, was? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, hier. Manchmal sind es diese kleinen Details. Und das Kleinste an Jan in Sachen Details war die Zigarette. Ich habe mich gesehen, ich taumel durch die Welt auf ins All und siss ich euch. Und ich liebe umarmen zu Welt. Was hab ich gesehen? Was hab ich auch gesehen? Komm ich auch nicht aus, aus dem Aufwärts. Kickball Change! 5-3 Kickball Change! Oh Gott! Wissen ist Macht! Wie nennt man den Stoff, der an der Stange am Fenster hängt? Gardine! Weiter geht's! Der Otto und sein Bruder! Die teilen sich ein Ruder! Keiner ist cooler als ich! Ich bin der Hit! Ich bin stärker als Karate Kid. Und ich sage, gut, ich nehme Rührei. 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 Das war mein
Und dann habe ich gedacht, sag's nicht nochmal. Natürlich hat er es nochmal gesagt. Ururai. Herzlich willkommen, Markus Lanz. Oh, krass. Freut mich auch sehr, Markus Lanz, dass ich, Markus Lanz, heute bei Ihnen, Markus Lanz, in der Sendung Markus Lanz sein darf, Markus Lanz. Oh nein, der Meter Lanz. Sehr gerne, Markus Lanz. Da drängt sich mir die Frage auf, Markus Lanz, wenn man so viel Intelligenz und Schönheit in sich vereint, Markus Lanz, was macht das mit einem? Oder anders gefragt, wie geil ist das? Eine so brillante Frage, Markus Lanz, kann wiederum nur von jemandem kommen, der selber wunderschön und hochintelligent ist, Markus Lanz. Oh, danke, Markus Lanz. Bitte, Markus Lanz. Okay, lassen Sie es mich anders formulieren. Markus Lanz, ich liebe Sie. Ich liebe Sie auch, Markus Lanz. Sie lieben sich. Ich liebe dich, Markus Lanz. Ja, ich liebe dich auch, Markus Lanz. Und so, ach Gott, oh Gott. Oh, Markus. Oh nein. Und dann. Oh, Markus. Oh Gott, oh Gott. Mein Vater hatte eine Rollmops-Farm in Lübeck. Ach. Rollmops-Rolf. Rollmops-Rolf, Import-Export. Der ist Milliardär damit geworden, obwohl er Peter hieß. Unglaublich. Ich frage mich, wieso man freiwillig Kurt auf die Bühne bittet und ihm das Wort erteilt. Rollmops sticht man nach der Spargelzeit. Und die haben ja schon, was viele nicht wissen, diese Holzpieker schon, die wachsen aus den Rollmops raus. Ups. Also, Hazel haben wir? Hazel haben wir? Ich brauche eine Gesichtsmaske. Oh Gott. Davon wird der Braten auch nicht fett. Pudding on the Ritz. Ah! Oh. Körperteile raten, oder wie ich es nenne, als ich mich zum ersten Mal nach der Schwangerschaft wieder nackt im Spiegel gesehen habe. Ich kann nicht mehr, der Typ ist einfach krank. Weißt du noch damals, an der Highschool, als wir uns kennenlernten? Ja. Also hinter mir steht Max Gehmann, der Raab und Konsorten in die Lippen von Kurt Krömer legt. Das sind zwei Endgegner, einer hinter dir, einer da. Das ist so ziemlich die lustigste Geschichte, die ich je gehört habe. Ja, oder? Ihr dürft das Publikum jetzt anschauen. Das sind diese, das sind die Damen, die so wunderbar lächeln. Last One Laughing haben wir zwei Sieger, meine Damen und Herren.